Hallihallo. Ja, wie ihr es gesehen habt, habe ich bei Simones Bastelkram nochmal bestellt. Sozusagen mein Geburtstagsgeld auf den Kopf gestellt. Kann man so sagen, wohl. Ich habe die Bestellung auch schon länger da. Ich bin einfach nicht früher jetzt zum Video machen gekommen. Ja. Vorweihnachtlicher Stress, dass ich es rausbringe. Ja, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ja, aber jetzt habe ich Zeit und deswegen habe ich gedacht, jetzt machen wir das gar. Ich habe auch schon eine Sache habe ich schon hergenommen, aber ja, fällt jetzt nicht wirklich auf. Gut, anfangen tue ich jetzt einmal mit den Goodies und da habe ich mich voll gefreut, einmal habe ich das da gekriegt. Ein super schönes Schächtelchen. Gefällt mir total gut. Ich habe noch gar nicht geschaut, was drinnen ist. Zu meiner Schande. Gucken wir mal. Ich will ja nichts kaputt machen. Jetzt. Oh, lecker. Ich glaube, da muss ich gleich meine Tochter abgeben. Die liebt die. Da habe ich das nette Sackerl drinnen gehabt. Mit der zuckersüßen Fee. Liebe Steffi, solltest du das Video sehen, du weißt vielleicht, von was für ein Stempelset das ist. Oder vielleicht siehst du auch die Simone selber. Darf ich bitte wissen, von welchem Stempelset der Stempel ist? Weil gefällt mir. Irre gut. Bitte, bitte, bitte. Die ist putzig. Da ist ja wieder das Schöne, die Kalle oben. Mei, wie lieb. Selber gemachte Karten. Voll lieb. Das taugt mir jetzt. Die ist ja auch putzig mit dem Mädel drauf und mit den Luftballons. Und der ist auch gut. Cool. Dankeschön. Die sind lässig. Ich freue mich immer, wenn ich selber gemachte Karten kriege. Und da habe ich noch was drinnen gehabt, nämlich das da. Das ist auch ein kleines Dankeschön. Und da habe ich mich auch total gefreut. Das ist ein komplettes Die-Cut-Set. Ich packe es jetzt gerade mal kurz auf. Ich mache es jetzt mal kurz auf. Oder ich packe es kurz aus. Raschel, raschel. Die haben wir das auch noch gar nicht so genau angesagt. Ja, für dieses Jahr zu spät. Upsala. Aber nächstes Jahr wird es sicher zum Einsatz kommen. Schau mal die netten Mädels da oben. Mei, ist der schön. Der gefällt mir total gut. Voll cool. Das ist auch lieb mit den zwei Mädels unterm Baum. Gefällt mir total gut. Vielen Dank, liebe Simone, für die ganzen Goodies. Freue mich riesig. Überhaupt über das. Das kommt noch nächstes Jahr zum Einsatz. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr zusammen. Mein Gott. Da ist nur eins. So. Aber jetzt habe ich es geschafft. Gut, und jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Bestellung. Und das waren alles like Goodies. Einerseits habe ich Sticker bestellt. Einmal die drei da. Da ist einmal der Trinkbecher mit dem Gesicht. Dann einmal die Kekse, die ich nicht aussprechen kann, mit dem Gesicht. Schaffe ich nicht. Und einmal ganz normale Butterkekseln mit Gesicht. Die sind so lieb. Die haben einfach mitgenommen. Das hat nichts genutzt.
Und die habe ich auch mitnehmen müssen. Also die waren auch total lieb. Die Sushi, die sind so putzig. Die Pizza schickt der Bussal. Und das Spiegelei. Ja, vollherzig. Die haben auch mit dürfen. Und dann habe ich die da noch mitgenommen. Das sind auch Sticker. Mit den kleinen süßen Bärchen. Und zwar sind das wirklich so runde. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ja. Na. Ja, die sind einfach gleich knuffig, die Bärlis. Jetzt haben sie mit dürfen. Dann habe ich mir Teigkatz bestellt. Drei verschiedene Sets. Ich glaube, ich zeige euch das. Also, da hinten sechs, was alles drinnen ist. Sein tut das von Fabrica di Coro, ich hoffe, das sagt man so, sonst sei mir verziehen. Das kannst du es ja lesen. Es sind halt so Vintage-Sachen drinnen. Unter anderem ein auch so Rahmen, Uhr, da ist ein alter Plattenspieler, da ist so eine Tür, ein Grammophon, so eine alte Kamera. Ja, ganz viele schöne, schöne Sachen. Hat es einen Namen? Ah ja, da steht es. Dann das da. Was? Nostalgia. Also da sind 44 drin, da sind auch 44 drin. Und zwar sind da die 44 drinnen. Ist auch wieder, wie der Name schon sagt, nostalgisch. Vintage. Sind auch wieder Uhren drin, Rahmen, Grammophon, so Koffer. Da ist nochmal Plattenspieler, Blümchen sind da, war auch mit drinnen, so altes Telefon. Ja, hat mir auch gut gefallen, hat auch mit dürfen. Und das da habe ich noch gefunden. Schwerstens verliebt, sofort auf den ersten Blick, Lavendel. 54 Stück und da sind die da drinnen. Lavendel, 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 Lavendel. Und dann ist halt noch so Gierskandel und so Sackerle und eine alte Teekanne. Und ich denke mal, das ist irgendein Öl, was da drinnen ist. Da ist noch so ein kleines Glasl. Ja, oberputzig. Und hat mit müssen. War gar nicht anders gegangen. Dann habe ich mal. D2, ui, das blendet schier. D2 bestellt, das ist eben das, was ich schon hergenommen habe. Also, das war auch eingeschweißt. Das Memento in Tuxedo Black. Das ist wirklich tief, 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 tief schwarz. Also, jeder, der das schon daheim hat, weiß, von wo man nicht redet. Ich werde in Zukunft nur mehr das da und ich denke mal, das wird wahrscheinlich ja gleich Jet Black heißt das. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Machen wir aber gleich, weil eben das habe ich schon in Verwendung gehabt und das da noch nicht da. Das ist ja so, das ist jetzt nicht falsch, das ist wasserlöslich und das nicht. Also auf das bin ich auch noch gespannt. Das hat sogar noch so eine Abdeckung drauf. Okay. Jedenfalls haben die zwei jetzt auch mitlaufen, damit die mal gescheit schwarze Stempelkissen da haben. Gut, was mache ich denn jetzt weiter? Ich glaube mit den Flaschis. Ja, Flascherlen. Und zwar habe ich mal. Schaffst du das, Kamera? Bitte? Danke. Und zwar habe ich mir die da bestellt. Da kann man ja die netten, schönen. Da sechs es. Punkteln machen auf die Karten. Ich habe zwar die vom Action da, aber die funktionieren halt mehr schlecht als recht. Also so jetzt zum wirklich schöne Punkte machen. Und dann habe ich die bei der Simone im Online-Shop gesehen und habe gedacht, gell, also sie waren jetzt nicht wirklich teuer, ich glaube nicht mal 2 Euro das Flaschel. Nein, ja, ich glaube wirklich nicht mal 2 Euro das Flaschel. Und jetzt habe ich mir da glaube ich 11 verschiedene Farben bestellt. Ja. Und zwar einmal das da, das ist so ein Grauton. Dann das ist beige.
Ja, man hat halt einfach Farben, dass ich halt so zu allen möglichen Sachen halt Punkte machen kann. Dann einmal das Blau. Indigo heißt es. Also richtig schönes Blau. Dann einmal so ein zartes Rosa. Dann so Terrakotta, also so rotbraun. Dann natürlich Violett, wie soll es denn auch anders sein? Entschuldigung, jetzt ist schon wieder mal Stimme. Ach Gott. Ja, wie soll es anders sein? Violett hat man doch auch mit müssen. Dann habe ich mir wirklich so ein knalliges Pink auch mitgenommen. Ja, kann man auch hin und wieder brauchen. Dann so ein, also heißen tut es Zwang Coffee, so einen schönen Braunton. Dann, wie heißt das? Graphit, also das ist so dunkelgrau. Dann Olivgrün. Und guter Letzt Türkis. Also, die zwei stellt sich nicht die Frage, ne? Nein, ich habe mir jetzt einfach wirklich gedacht, so, damit die halt auch einfach, ich meine, gerade der da und das da und auch das Rosa-Rote, sage ich jetzt mal so, das sind halt so die Vintage-Töne. Und das sind halt dann doch die eher kräftigen und das sind so die zwei Grautöne. Grau geht im Prinzip fast überall. Das Bunte, ja, wenn es dazu passt. Und das sind halt wirklich so schön die Vintage-Farben. Es hat noch viel, viel mehr Farben gegeben. Also ich habe mich echt zusammenreißen müssen. Ich sage es euch, das ist. Nächstes Mal dann gehen vielleicht wieder ein paar mit. Gut, dann habe ich Schablonen bestellt. Und zwar habe ich mir einmal die da mitbestellt. Die ist auch wieder von der Marke. Und das seht ihr schon, das ist das schöne Steinmuster. Dann habe ich mir die da mitbestellt. Die gefällt mir total gut. Die ist ja richtig schön, also das spürst trotz Pappe dahinter, dass die richtig schön stabil ist. Ist von AB Studio, AB Studio, ja, egal. Ich kann mir mit den Marken ja nicht aus. Ich bestelle einfach, was mir gefällt, was für Marken das ist, das ist mir wurscht. Und die habe ich mir auch noch mitbestellt, die finde ich auch total super. Schaut so aus, aber so ist eher ein bisschen sexy. Die ist auch ziemlich dick. Bin ja auch schon gespannt, wie sich die mit Strukturpaste und so weiter und so fort, wie das dann funktioniert. Beziehungsweise natürlich auch einfach mit Stempelfarbe und Bürststelle oder wie auch immer. Dann habe ich mir einen richtig, richtig großen Acrylblock einmal gegönnt und zwar ist der A6. Einerseits eben wirklich für meine großen Stempel, weil Acrylblock habe ich eigentlich gar nicht so einen großen. Also ich habe ja so ist mein größter und ich habe wirklich Stempel, die sind, die passen da eigentlich gar nicht drauf und immer die Stempelhilfe rausholen ist mir auch einfach zu anstrengend. Deswegen habe ich mir jetzt den einfach mitbestellt in A6. Da sollte es eigentlich keine Probleme mehr haben, irgendwelche Stempel drauf Platz zu haben. Und ja, da bin ich mega glücklich, dass ich den noch gefunden habe. Das war kurz bevor ich einen Bestellbutton gedrückt habe. Sozusagen. Und weil wir gerade beim Acrylblock sind, jetzt haben wir natürlich auch wieder Stempel mit dürfen. Tja, und zwar habe ich einmal den da bestellt. Mit dem zuckersüßen Baby, mit dem Teddybären in der Hand und mit dem Hase. Hase, mit dem Hasi, mit dem Hasi. So. Dann haben wir den Spruchstempel mit dürfen. Einmal der da, also der ist von EFKO. Der war bei Leni Stamps. Okay.
Da ist jetzt drauf, du bist wunderbar, von Herzen eine Kleinigkeit für dich, ein kleines Danke und ein kleines Hallo. Und der da von FK hat auch mitgerufen, da ist drauf, schön, dass es dich gibt, und zwar zweimal, einmal so wirklich klein und einmal so größer. Dann mit besten Wünschen, ich denke an dich, Geburtstagsgruß, vielen Dank, genieß den Tag, ich wünsche dir einen tollen Tag und zum Geburtstag. Dann habe ich die da gefunden von Ulrike. Und die Blümchen seien einfach nur super, 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 super schön. Und dann ist da sogar noch ein herzlichen Glückwunsch. Da gefällt mir das Schriftbild irre gut. Und die kann man sich auch super gut kolorieren. Ja. Denke ich halt einmal. Nein, garantiert sogar. Hat mir irre gut gefallen. Dann habe ich ganz ein lustiges Stempelset gefunden, da habe ich mir gesagt, soll ich es nehmen, soll ich es nicht nehmen. Ja, es ist dann mitgegangen, Create a Smile, und zwar Mundartsprüche. Ja, ich hab's dann mitgenommen, scheiß da nix, dann feit da nix. Ist so ein Schmarrn, ich mag die, ja mei, alles Gute. Da legst du dich nieder. Vierte nachher. Wie geht's da? Dankeschön. Lass mal's krachen. Servus. Grüß dich. Passt schon. Packen's. Daheim ist kein Ort. Daheim ist ein Gefühl. Und schön, dass du da bist und weil ich dich mag. Ich gehe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das im Raum steht. Nein. Viele Sachen, was da oben sind, sagen mir auch in der Art so, also ich gehe mal davon aus, dass es bayerisch ist. Korrigiert es mir, wenn ich falsch liege, ich weiß es nicht. Aber, ja. Ich habe es cool gefunden, ich sage es euch, das ist, deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Ja. Und wenn ich auch sicher des Öfteren jetzt auf irgendwelche kalten Trau haben, weil es ist einfach cool. Es ist so. Dann, die wollte ich das letzte Mal bei der Bestellung schon mitnehmen und habe sie dann doch nicht mitgenommen und jetzt sind sie das mal mitgegangen. Ich hab's euch so ein. Es sind zwar wieder englische Sprüche drauf. Also, ihn finde ich abartig süß. Allein wie er reinschaut und er ist auch süß. Dann hat man da noch die Seifenblasen. Und da ist so ein Herz, aber ist schon ganz wie ein Polster. Wie so ein Flauschi-Polster-Herz. Ja. Wie gesagt, wollte ich das letzte Mal mitnehmen, habe ich dann doch nicht. Da habe ich ja dann. Was habe ich denn da noch mitgenommen? Die Drachen, genau. Ich habe mich entschieden zwischen dem und den Drachen und habe dann die Drachen mitgenommen. Und jetzt hat aber das mal. Hat er mitgerufen, der grantige Drache. Braucht man auch einmal. Dann habe ich den noch mitbestellt. Ich habe es momentan ein bisschen mit Eulen, fragt es mich nicht warum. Keine Ahnung. Aber schau es mal bitte, wie süß die sind. Also, die sind oberputzig und die haben einfach so schöne Größe, dass man sie auch problemlos, sage ich jetzt mal, auf ein ETC drauf tun kann. Und dann noch nicht sie einfach mit der riesigen Brille und mit der großen Schleife obendrauf. Ja. Ist ein Gummistempel, ist aber schon das Zeigsel da hinten drauf montiert. Mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Also kann ich ganz normal mit einem Acrylblock oder mit der Stempelhilfe hernehmen. Bei Gummistempel habe ich ja gar nicht so viele. Aber der nächste, den ich noch habe, ist auch noch ein Gummistempel, und zwar dieser hier. Ist auch wieder von dem EB Studio. Ich denke mal schon, dass es Englisch ist, weil Scrapbooking und bla bla bla. Hast du der Journaling Background? Da sechs ansatzweise, wie der dann stempelt. Weil da sieht man jetzt nicht gar so viel. Ja, hat mir auch irre gut gefallen. Sei es jetzt eben für ETC zum Beispiel als Hintergrund. Oder einfach auf der Karte oder wie auch immer.
oder im Junk Journal oder ja, oder. Hat es auch noch andere gegeben, aber ich habe jetzt dabei nur den mitgenommen. Simone bestellt ja immer wieder nach und dann schon hast du, weiß ich nicht, XXXXXL Bestellung. So, und dann habe ich noch fünf Stanzen. Eine davon ist eigentlich der Grund, warum ich die Bestellung jetzt aufgegeben habe. Die hat es das letzte Mal nicht gegeben, die war nicht verfügbar. Und dann habe ich die Simone angeschrieben, ob sie die vielleicht nochmal einkriegt. Und dann hat sie im Mann, erst im Jänner wahrscheinlich. Und ja, dann hat sie mir aber doch geschrieben, dass sie bestellt hat. Und dann habe ich ein paar Tage später geschaut und deswegen habe ich dann auch die Bestellung im Endeffekt aufgegeben. Aber die zeige ich euch später. Das zeige ich euch zuerst. Und zwar sind das ATC-Stanzen. Das heißt, der äußere ist so groß wie eine ATC-Karte, also die Grundgröße, und das innen drin ist der Aufleger. Waren jetzt nicht so günstig, aber da ihr in Zukunft mehrere ATCs macht, habe ich mir die jetzt einfach gleichgestellt. Eben einmal die da. Dann einmal die da. Die hat an so einem gebuchteten Rand, sieht man das? Ein bisschen. Ein bisschen. Und die hat auch noch mit mir. Und die hat einen gestitchten Rand. Dreimal ATC-Stanze. Wie gesagt, so günstig waren es jetzt. Also, ja, kann man jetzt auch nicht sagen, aber wenn man jetzt gleich, weiß ich nicht, viermal im Jahr ein ATC macht, braucht man sich sowas nicht kaufen. Aber wie gesagt, ich werde sicher öfters eine machen und damit ich nicht immer einfach nur, sage ich jetzt einmal, entweder gerade habe oder vielleicht einmal die Ecken selber abrunde oder wie immer, deswegen gedacht, ist vielleicht gar nicht blöd, die drei da mitzunehmen. Dann habe ich da noch von Kulrike, habe ich mir die da mitbestellt. Ist auch wieder so mit ausgerissenem Rand. Für A6 Karten. So 6 ist glaube ich besser. Also im Prinzip, so wie da die Abbildung ist, so schaut es dann aus. Hat mir ganz gut gefallen, weil in A6 habe ich sowas überhaupt nicht. Nur, ich glaube, das größte ist so ungefähr. Und die letzte Stanze und der Grund, warum ich überhaupt dann nochmal in Online-Shop stöbern gegangen bin. Das ist echt gefährlich. Also wirklich. Ist der da. Auf die war ich eben bei der ersten Bestellung, oder bin auf diese Stanze gestoßen bei der ersten Bestellung und habe die gesehen und war ausverkauft. Und ja, die wollte ich unbedingt haben. Ist auch A6 Stanze, also stanzt da normal aus und dann hast du da dreimal gestitcht. Sehr unregelmäßig, dass das einfach ein bisschen genäht ausschaut. Und die wollte ich unbedingt haben. Also, die finde ich total super. Ich habe sie leider noch nicht probiert. Wie gesagt, vorweihnachtlicher Stress. Ich habe nicht wirklich Zeit für irgendwas. Das Einzige, was sie bis jetzt hergenommen hat, ist das da. Und von dem bin ich immer schwer begeistert. Und ja, die ganzen anderen Sachen werde ich jetzt hoffentlich so nach und nach dann nach Weihnachten auch mal hernehmen. Ich hoffe es. Und das war es dann auch heute schon. Schon. Ich war letzte Woche natürlich, Lockdown ist bei uns jetzt in Österreich ja beendet. Werde es wahrscheinlich schon mitgekommen. Ich war natürlich beim Action und ich war auch beim Teddy. Krieg habe ich noch nicht geschafft, aber mal schauen, vielleicht geht sich das vor Weihnachten jetzt mal aus. Ich weiß es nicht. Ich habe beim Action und beim Teddy ein bisschen was mitgenommen. Das werde ich euch dann nochmal separat in einem Video zeigen. Und man glaube es kaum, ich habe die technischen Problemchen behoben. Ich kann mein Gewinnspiel endlich machen. Juhu! Ich werde schauen, dass das auch. Entweder tue ich es eigentlich vor Weihnachten noch auf oder irgendwann danach in die Feiertag.
je nachdem, wie es mir ausgeht. Ja, da wir uns vor Weihnachten noch hören, sage ich jetzt einmal nicht schon schöne Weihnachten. Ich meine, ich habe es dir jetzt gesagt, aber nein, wir hören uns sicher noch vor Weihnachten mit meinem Action und Teddy Hall. Und wie gesagt, das Gewinnspiel, weiß jetzt noch nicht, ob ich das noch vor Weihnachten schaffe oder erst danach, aber es kommt dann in Kürze. Ihr dürft euch darauf freuen. Wie gesagt, meine Tochter war da ganz, ganz fleißig und hat mir da ganz was Tolles gemacht. Und ja, freue mich total, dass ich euch das sagen kann. Und ja, mehr dazu im Video, wenn es dann soweit ist. Aber meiner Tochter schicke ich jetzt mal ein schönes Herzi, ja, für das, dass sie mir so fleißig geholfen hat. Und der Busler noch. Weil ich weiß, dass ich das Video anschaue. Ne, ich habe ja eh schon Puzzle gegeben und Danke gesagt und bin Mods mega stolz auf sie und glücklich, dass sie mir das gemacht hat und dass ich da jetzt endlich alle Problemchen behoben habe. Ja, das war eine Fuhrwerkerei, ich sag's euch. Gut, dann war es das jetzt wirklich für heute. Jetzt höre ich auf Schwafeln. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was immer ihr gerade habt. Und dann sehen wir uns, wenn es wollt, im nächsten Video. Tschüss!